Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Wir befinden uns auf dem Kontinent Njorn und sind hier gerade in der Großfeste. Das Licht von Arcturus, was hier den gesamten Kontinent irgendwie am Laufen hält, ist so die einzige große Energiequelle. Und die verliert scheinbar an Kraft, was vorher noch nie vorgekommen ist. Also wir bringen hier wieder Unheil mit oder müssen uns halt drum kümmern. Kann man sehen, wie man möchte. Und wir haben jetzt ein bisschen nachgefeuert, so dass das Ganze hier noch ein bisschen länger hält. Sollen mit dem Ingenieur Enio nochmal sprechen? Dank deiner Hilfe ist Ruhe eingekehrt. Nicht zu danken. Ich weiß, ohne mich, den legendären Assistenten des Sonnenhüters, hättest du das nicht geschafft. Doch jeder legendäre Assistent des Sonnenhüters hat seine Grenzen, weißt du? Es wird immer wieder Probleme geben, die nur der wahre Sonnenhüter lösen kann. In meinem Falle wäre das Baltor. Er ist ein Trunkenbold und macht seinen Ahnen nichts als Schande. Doch man hat ihn nicht ohne Grund zum Sonnenhüter ernannt. Wir müssen ihn finden, sonst können wir dieses Problem nie bei der Wurzel packen. Finde ihn, fessle ihn mit einem Seil und werfe ihn Tamar vor die Füße. Das dürfte der schnellste Weg sein. Gut, dann müssen wir den erstmal suchen. Der ist scheinbar hier vorne schon. Aber ich würde ganz gerne hier nochmal bei dem Nahrungscenter vorbeischauen. Die Großfeste ist eindrucksvoll. Oft können wir da schon mal das eine oder andere Nahrungsmittel kaufen oder zumindest verarbeiten. Deswegen gucken wir hier schon mal. Dann mal los. So, was haben wir denn hier so? Vollmundiger Rum, Kohlkohl, Bier, Lorenbrotdose, Nereas Käsesnack und so weiter. Gucken wir mal, was wir hier so kaufen können. Truhe mit übelriechenden Stiefeln. Bei Verwendung besteht eine gewisse Chance, dass sie zu anderen Stiefeln werden. Oder eben Käse. Stiefeln und Käse. Können wir mal gucken. Hier ein Kurbier. Ja, hier das Käsesnack. Ja, lass uns mal ein paar kaufen. Vielleicht so 10 von beiden erstmal. Ja, oder 15. Können wir auch draus machen. Das sind schon mal 67.000 Silber. Eine wichtige Zutat für Neres Käsesnack. Dann öffnen wir die auch nochmal. Gucken mal, was dabei rauskommt. Okay, eine wichtige Zutat für Neres Käsesnack. Dann müssen wir vielleicht nochmal beim Verarbeiter reingucken, beim Koch. Was brauchen wir denn alles für Nereas Käsesnack? Ach, ihr seht schon. Also, grüne haben wir fast voll und zwei blaue stinkende Stiefel brauchen wir nochmal. Also von dem Käsesnack brauchen wir nur noch zwei eigentlich kaufen. Und von dem brauchen wir vielleicht nochmal ein paar. Kommen wir mal 10. Okay, einen Stiefel brauchen wir noch. Da haben wir ihn. So, dann sollen wir alles haben für diesen Käsesnack. Das ist dann das erste Teil, was wir hier herstellen lassen können. Können wir abholen. Und wenn wir es dann essen, haben wir auch schon wieder etwas freigeschaltet hier im Abenteuerfolianten. Nereas Käsesnack. Haben wir hergestellt. Sehr gut. Was hast du denn im Angebot? Okay, nur Buff Food. Alles klar, mehr gibt's hier leider nicht. Aber hat uns ja schon mal sehr geholfen. Dann können wir hier die restlichen Schuhe einmal wegschmeißen. Die brauchen wir dann nicht mehr. Ja, sehr gut, Leute. So fühlt sich langsam aber sicher der Abenteuerfoliant. Und am Ende werden wir dann wieder, weiß nicht, 20-30% vielleicht haben. Ich habe es wirklich gesehen. Ja, ja. Redet ihr mal. Das ist also das Licht. Der Sonnenwächter? Baltor sollte wie immer in Neria.
In Nerias Taverne soll es sich aufhalten. Okay. Können wir hier schon irgendwas eintauschen eigentlich beim Weltenbaumblatt? Nee, brauchen wir 18 für. Zwei Stück noch. Dann haben wir hier die nächste Belohnung freigeschaltet. Haben wir da Zeit bis zum Beginn. 10 Stunden noch. Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich werde heute zur Legende. Bei den Uma. Das ist absolut also, legendär. Okay, im Spezialraum soll er sich aufhalten. Hier hinten irgendwo. Gucken wir mal. Ich bin ein Versager. Ich sollte mich zu Tode trinken. Und Shandy ist wieder dabei. Pessimismus passt nicht zu einem Uma. Alle reden über mich. Sie sagen, dass Valtur Galaturs größter Fehlschlag ist. Ich bin erledigt, nutzlos. Jeder muss sein eigenes Leben führen. Wie lange willst du dich noch unglücklich machen, indem du dich mit anderen vergleichst? Spar dir die aufmunternden Worte für deinen eigenen nutzlosen Lehrling. Schön, dann halte den Mund und trink. Die beiden, du. Ich bin ein Nichtsnutz. Ich bin ein Nichtsnutz. Ah, der pennt. Oh, hallo. Was führt dich her? Suchst du nach dem Sonnenhüter? Ganz recht. Siehst du den besinnungslosen Idioten da drüben? Da hast du deinen Sonnenhüter. Der Kleine muss wirklich mal lernen, in Maßen zu bechern. Galatur sollte ihn mal so sehen. Wie auch immer, schön, dass du gekommen bist. Der ist nur noch nicht weg, weil ich ihn nicht allein rausschmeißen konnte. Trag ihn, zieh ihn, roll ihn, mach was du willst, er gehört ganz dir. Gut, nehmen wir den mal mit, den Kollegen hier. Er ist schwer, hat er Stahl gegessen. So jung und auch so schwach? Sprich mit Neria, falls du Hilfe brauchst. Das passiert fast jeden Tag. Sie wird wissen, was zu tun ist. Na gut, bitten wir Neria einmal um Hilfe. Alle Tavernenbesitzer hier heißen Neria. Oh, guck mal, die tanzen hier sogar. Eine Minute, ich möchte tanzen, ja. Okay, dann müssen wir erstmal eine Quest abschließen, bevor wir Beziehungen erhöhen können. Nerias Vater, witzig. Was ist denn los, Schätzchen? Nein, Baltor ist schon wieder im Koma. Mann, das sollte sich wirklich mal zusammenreißen. Schon klar, du kriegst ihn nicht hochgehoben, was? Kein Wunder, der ist so schwer wie ein Stahltor. Du solltest solche Sachen den Experten überlassen. Apropos, es ist an der Zeit. Geh raus, an der Tür wird dich Hilfe erwarten. Gut, dann schauen wir uns mal draußen nochmal um. Nutze den Raketen. Willkommen! Lupang bietet bei allen Lieferungen eine schnelle Komplettlösung. Was möchtest du denn verschicken? Ach, Baltor, der wiegt mehr als doppelt so viel wie unsere Standardpakete, also wirst du leider einen Aufschlag zahlen müssen. Das Ziel wäre dann wohl der Königsweg, nehme ich an. Wie möchtest du zahlen? Im Voraus oder bei Lieferung? Bares bei Lieferung. Ja, ich habe es bestätigt. Danke, dass du dich für Lopang entschieden hast. Ich kann mir beinahe schon vorstellen, wie Tamar ausflippen wird, wenn er das sieht. Ach egal, ich habe nur mit mir selbst geredet. Dann werden wir mal dafür sorgen, dass das Paket sein Ziel erreicht. Gut, zurück zu Berater Tamar. Können wir auch mal kurz hinreiten. Das ist also das Licht von der... Ihr betretet den königlichen... Der Königsweg. Das ist eine... Wach auf, Baltor! Wach auf! Pa, das funktioniert nicht. Wir müssen ihn erst ausnüchtern. Gut, wie machen wir das? Okay, wir applaudieren einmal in die Hände. Vielleicht weckt ihn das Ganze, ja. Was ich allerdings nicht glaube. Aber Versuch macht klug. Los, 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 aufstehen, Baltor. Aufstehen. Wir spielen das Lied der Tapferkeit. Vielleicht wirkt ihn das ja. Ich
Was ich auch nicht so richtig glaube. Ach, so wird das nichts. Ich wollte es vermeiden, aber... Gib das hier mal Baltor. Das ist ein Antikatermittel. Ich hatte mir das für das nächste große Abendessen aufgehoben, doch so kann ich nicht mit ihm reden. Ich kann das nicht selbst öffnen, also machst du das dann. Okay, dann flößen wir ihm das mal ein. Das geht wohl gut runter. Bist du endlich wach? Was? Ach, wo bin ich? Wer bin ich? Wie bin ich denn hierher gekommen? Ich habe mit Shandy in Nerias Taverne was getrunken. Hä, wer bist du denn? Wir kennen uns nicht, oder? Willst du dich immer noch nicht zusammenreißen? Vergiss nicht, ich bin nicht so großmütig wie seine Majestät Kaiser. Ich werde dich dafür zur Rechenschaft ziehen, dass du deine Pflichten vernachlässigst. Enyo hat mich kontaktiert, während dieser Abenteurer dich gesucht hat. Es scheint da ein Problem mit dem Rohr zu geben, das das Licht von Arcturus mit Wasser versorgt. Geh zum Wassertank und behebe dieses Problem. Sofort. Hör auf zu schreien. Mein Schädel brummt. Ich gehe ja schon. Du da, bereit zum Abmarsch. Redet er über mich? Was siehst du dich da um? Wer soll denn außer dir noch da sein? Du hast den Herrn gehört, wir gehen zum unvollendeten Garten. Du hast mich hierher geschleift, das ist auch deine Sache, nicht nur meine. Ab heute bist du mein Assistent. Was ist denn mit deinem anderen Assistenten? Ach, du meinst diese Plaudertasche Enyor? Wen juckt's? Der ist gefeuert. Die Straßen sind doch voll von hellen und robusten, hundertjährigen Jungspunden, die nur herumlungern. Und Tamar lässt mich diesen alten Sack mitschleifen. Ich hole etwas kaltes Wasser, wir treffen uns dann am westlichen Eingang. Gut, schauen wir mal. Schnell weg hier. Betretet den königlichen Palast. Nee, wir verlassen den gerade. Du irrst dich. Ich habe es wirklich gesehen. Nein. Die Großfeste ist eindrucksvoll. Mein Großvater war der großartigste Minenarbeiter Jorns. Ah, ich erwarte dich schon. Du wirst also Baltor helfen. Schön für dich. Er lebt wie ein Tier, dessen Härchen gestorben ist. Doch ich weiß, dass er tief im Inneren ein netter Kerl ist. Er ist zudem ein Nachfolger der Sternboten. Also ist es nicht völlig nutzlos, ihm einen Gefallen zu tun. Er ist am Tiefpunkt seines Lebens. Wenn du ihm aus diesem Loch heraushilfst, erzähle ich dir, was auch immer du hören willst. Ja, wir versuchen uns. Hey, warte auf mich! Ich kann nicht atmen. Ich sagte denen, ich will nicht. Doch wenn es Ärger gibt, laufen sie weg. Sich wie ein Telper aufführen. Das merke ich mir. Steht nicht einfach rum. Lauft! Na schön. Was für ein Typ. So, auf in den unvollendeten Garten. Der ist noch nicht ganz fertig. Das kommt unerwartet, aber was bist du? Shandy hat mir erklärt, wie wichtig du bist und dass ich mich gut um dich kümmern soll. Warum bist du denn so wichtig? Ich denke, in Wahrheit kümmert man sich um mich, aber naja, wenn du glaubst, du kannst mich auf den Arm nehmen, dann irrst du dich. Ich bin Baltor, Nachfahre des großen Sternboten Galatur. Ich mag jetzt wie ein Trottel aussehen. Aber wart's nur ab, eines Tages werde ich jemand sein. Galaturs Nachfahre? Komm schon, das soll wohl ein Witz sein. Wie kann man denn Galatur nicht kennen? Das ist der legendäre Schmied, der alle Waffen den Sternboten angeschmiedet hat. Die Großfeste, der Wassertank, zu dem wir unterwegs sind. Es gibt nichts in Jorn, womit er nichts zu tun gehabt hätte. So ein Meister war das. Ich wiederum, nun, das ist nicht so wichtig. Egal, was führt dich hierher? Es gibt da einen Mord am Hafen. Mumifizierte Leichen und ein Schwert? Keine Ahnung, wovon du da redest. Am wichtigsten ist mir eh das Licht von Arcturus. Ein kleiner Fehler könnte für Jorn eine Katastrophe sein. Wenn Jorn in Finsternis versinkt, muss ich mich Tag und Nacht um den Verstand schuften. Also, warum tun wir uns nicht gegenseitig einen Gefallen und arbeiten zusammen?
Du willst doch nicht einfach wieder gehen, wenn du den ganzen Weg hierher gekommen bist, oder? Was ist da für mich drin? Dir geht's um eine Belohnung? Hätte nicht gedacht, dass du so drauf bist. Nun, ich könnte eine Menge für dich tun, ehrlich. Ich bin der Nachfahre eines Sternboten, schon vergessen? Also Schluss mit dem Reden und ab an die Arbeit. Wir sollten mit dem Wassertankverwalter sprechen. Die Straße ist stockdunkel, also pass auf. Komm schon, Baltor, irgendwie wirst du schon eine Bezahlung auftreiben können. Wie soll ich das bitte ganz allein aufhalten? Baltor, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dich zu sehen. Und gütiger Uma, du bist ja noch nüchtern. Du hast jemanden zum Arbeiten mitgebracht. Ich könnte dich direkt küssen. Nun, zuerst mal musst du mir helfen, dieses kaputte Rohr wieder zu befestigen. Vernichte das Ungeziefer rund um das Rohr. Ja, hier ist vieles Ungeziefer auf jeden Fall unterwegs. Der Schaden ist erheblich, das dauert. So, hier haben wir noch ein paar mehr Ungeziefer. So, und repariere das dritte Rohr. Hier ist es. Das sollte es erstmal gewesen sein. Ne, da ist noch ein Rohr, das wir reparieren sollen. Alles klar. So, dann dürfte es aber gewesen sein. Mina. Hey, du, schau mal. Du bist doch Torus, oder? Erinnerst du dich noch an mich? Du hast für mich die Juwelendrüsen von Smaragdschmetterlingen besorgt. Tja, das war wohl totale Zeitverschwendung. Ja nun, es ist ja so schön, dich wiederzusehen. Ich war es leid, ständig neue Leute treffen zu müssen, nur weil ich ein eigenes Geschäft habe. Mir fällt gerade ein, dass ich dir nie gesagt habe, worum es bei meinem Geschäft geht. Ich werde eine Reihe von Kosmetikprodukten für Uma-Frauen herausbringen, hochgradig funktional und dazu noch hitzefest. Ich wage mich in unbekanntes Territorium vor, doch das war für mich kein Problem, bis der Wassertank anfing, Probleme zu machen. Eine konstante Wasserversorgung ist unverzichtbar für mein Geschäft, doch jetzt soll der Wassertank kaputt und das Wasser verseucht sein. Ich kann hier nicht tatenlos so herumsitzen, vielleicht sollte ich andere Quellen testen und Proben nehmen. Oh, warte, jetzt habe ich ja dich. Könntest du vielleicht einige Wasserproben für mich nehmen? Aber natürlich. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, endlich eine Verschnaufpause. Da scheinst du mir ja eine echte Fachkraft angefeuert zu haben, Baltor. Ja, haben wir alles repariert hier. Hey, ich bin kein Arbeiter. Du bist kein Arbeiter? Gut, ich werde die Person jetzt als meine Assistenz bezeichnen. Nun, wie du siehst, haben wir es hier mit einem ernsten Problem zu tun. Es gab plötzlich ein Erdbeben und die meisten Rohre gingen zu Bruch. Noch schlimmer ist, dass das Wasser, das aus den Rohren sickerte, komplett verseucht war. Da muss etwas mit dem Wassertank nicht in Ordnung sein. Der Wassertank hat all diese Probleme verursacht. Das Erdbeben auch, um genau zu sein. Das Wasser wird im Wassertank gereinigt, bevor es zum Licht von Arcturus fließt. Doch jetzt ist der Wassertank verseucht und alle Rohre wurden durch das Erdbeben zerstört. Das ist also ein Problem zusätzlich zu einem anderen Problem. Zum Glück konnten wir die Rohre flicken, die zum Licht von Arcturus führen. Und ich muss das dem Administrator Habir melden. Das bedeutet, dass ich mit der Lore fahren muss. Doch die ist jetzt ganz wackelig und quietscht. Wir müssen zuerst die Lore reparieren. Das Ding ist im Moment einfach nicht mehr sicher. Wir müssen uns beeilen und deshalb brauche ich deine Hilfe. Hier, Assistent, das ist das Klärmittel, das du bei der Pumpstation benutzen musst. Geh zur Pumpstation und benutze es. Die Verunreinigung darf sich nicht noch weiter ausbreiten. Ich muss hier die Rohre im Auge behalten und komme später zu dir nach. Und ich habe gehört, dass du das Erdbeben, dass durch das Erdbeben wilde Monster in unsere Anlage gelangt ist. Bitte pass auf dich auf. In Ordnung. Ja, gehen wir mal hier direkt hoch. So,
So, Monster töten. Eines unserer Lieblingsbeschäftigungen hier. Ja, das ist klar, das wird hier nicht klappt. So, jetzt aber schnell sammelt das aus dem Rohr fließendem Wasser. Erste Probe ist gesammelt. So, wir können auch hier oben weitermachen. Die Gegner auszuschalten. Da können wir uns bei Makar vielleicht nochmal eine zweite Quest holen. Uff, ist da jemand? Du vergiss es, der Wasserdruck steigt. Ich muss den Regler benutzen, um den Wasserdruck zu senken, doch der Knopf ist kaputt. Die Kupferplatte darunter muss gedrückt werden, alles wird dunkel. Das Käferbein in den Schlitz stecken. So, hohe Stahlkäferbeine. Den müssen wir auch nochmal ausschalten hier. So, dann können wir hier auch nochmal Wasser sammeln. Leute, wir sind hier gerade in Sicherheit, da würde ich sagen, beenden wir die Folge hier an dieser Stelle und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet zur nächsten Folge, dann werden wir genau hier weitermachen und ja, schauen wir mal, was dann so passiert. Also bis dahin, liebe Leute.